Dozen aus. Sagen Sie mal. Nee, okay, das mache ich nicht. Golden könnte ich jetzt noch färben, die Busse. Mache ich die golden oder silbern? Bronze oder eher Gold hier. Ich glaube, dann baue ich mal, mache ich hier mal diese goldene Farbe für diese Buslinie. Und hier sind verlassene Gebäude bis zum. Arbeiter haben. Aber ich brauche das halt, um hier. Naja, halt die Klappe. Der hat aber einfach keine Passagiere dabei, der Bus. Na kurzig, warum fährt denn hier keiner hin? Die wollen ja alle nicht arbeiten, ist ja logisch. Ich meine, wenn ich im Büro arbeiten kann, warum sollte ich dann hier in die Industrie gehen und hier arbeiten? Überlegt echt, ob ich das Projekt Eiffelturm schmeiße. Ey, das krieg ich doch nie hin. Das kannst du vergessen. Das Einzige, was ich... Nee, komm. Weg. Hau ab. Einzige, was ich vielleicht machen könnte, ist hier die Industrie weg machen und dann stattdessen hier hinten Wohngebiete hinzuklatschen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann mache ich bis hier Industrie. Oder ich mache auf der Seite einfach komplett die Industrie weg. Und überlege ich, ob ich da hinten auch noch die Industrie einfach wegpacke und das Projekt Eiffelturm schmeiße, weil ich möchte jetzt die Straßen hier nicht wegreißen, dann reiße ich noch eine Buslinie weg und da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ich schmeiße das Projekt Eiffelturm einfach, weil das kommt fast komplett ausgebaut und das reicht noch lange nicht. Deswegen alle weg hier. Ihr könnt natürlich wohnen bleiben. Die, die Arbeiter haben. Also ihr auch. Komm, ihr geht auch weg. Weg, 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 weg. Und ihr geht jetzt alle auch weg. Oh Mann, ey. Meine ganzen Projekte mache ich wieder kaputt. Aber es geht halt einfach nicht. Ich hätte gerne den Eiffelturm gehabt, aber es funktioniert nicht. Da hätte man früher dran arbeiten müssen, um das zu schaffen. Jetzt ist das Projekt einfach nicht mehr umsetzbar. Das ist leider einfach so. Kann ich auch die hier wegmachen, ey. Ich möchte keine Industrie in meiner Stadt haben und dann brauche ich die hier nicht einfach so haben. Ja, also könnt ihr auch noch alle weg. Weg! Es reicht. Genug von euch gesehen. Macht eine Fliege. Ja, warum geht ihr denn nicht weg? Weg, 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 weg. So, seid jetzt alle weg. Dankeschön. Dann kann ich jetzt hier nämlich wieder anfangen mit Wohngebieten. Dann baue ich jetzt hier einfach Wohngebiete hin. Gewerbe baue ich jetzt aber nur auf der Seite, damit das da nicht drüben hinkommt. Ich mache auch hier den Wohngebietblock weg. Weil ich nicht möchte, dass die da zu nah an die Industrie drankommen. Warum seid ihr denn? Kannst du mir das mal verraten? Du sollst weg. Du sollst auch weg.
sollst weg. Und du sollst weg. Jetzt fahren die Busse hier erstmal durch kahles Land, ich weiß, aber so ist das halt. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Wohngebiete, damit die dann hier auch arbeiten. Leute, die da wohnen. Können die da halt einfach arbeiten gehen in den, in den Büros und Läden, die ich jetzt baue. Da kommen Wohngebiete hin, da kommen wohl Büros hin. Gewerbe baue ich dann auf diese Seite. Ist auch noch nicht verschmutzt hier durch die Industrie. Ist gut. Obwohl ein bisschen ist schon verschmutzt. Ja, leider, leider. Importieren, exportieren, es exportiert irgendwie überhaupt keiner was. Niemand exportiert. Und Tourismus. Ah, ja, die Schiffe. Wöchentliche Touristenbesuche 84, die machen halt hier den Tourismus aus. Reitstatue. Dann hier noch so ein paar Läden, die auch vom Tourismus profitieren. Und Züge natürlich. Die holen natürlich auch Touristen rein. Und ich denke mal, dass dann auch noch die Flughäfen ihr Gleiches dazu tun werden. Damit es dann wirklich nicht mangelt an irgendwas. Jetzt fahren die Busse hier zwar auch noch durch, aber das ist ja nicht so schlimm, auch wenn es unnötig ist. Naja, ich habe eine Mille. Krass. Also gehen wir mal weiter zum nächsten Brandenburger Tor. 10.000 ganze Leben in der Stadt gelebt. Ja, da kann ich natürlich jetzt noch nichts mitmachen. Mal gucken, ob wir das Projekt so lange durchziehen werden. Strom. Warum habt ihr keinen Strom? Kannst du mir das mal verraten? Ihr seid doch angeschlossen. Ja. Nee, seid ihr gar nicht. Der produziert ja gar keinen Strom. Aber die sind ja angeschlossen. Das verstehe ich nicht. Dann ziehe ich hier einfach mal eine Leitung rüber. Haben die jetzt Strom? Jetzt haben sie Strom. Ja, so funktioniert es, von daher mache ich mir keine Gedanken, warum es gerade nicht funktioniert hat. Sondern akzeptiere das einfach so. So, dann hier weitere Bürogebiete hinbauen. Nein, hier muss ich eben noch eine Straße bauen. Hier muss ich einmal noch eine Straße rausbauen. Obwohl das ja dann letztendlich aufs Gleiche hinauskommt. Diese Kachel da werde ich nicht kaufen. Die wäre dann ja so ungefähr so groß. Die werde ich nicht kaufen, weil da ist viel zu viel Platz mit Wasser verschwendet. Dann werde ich eventuell die kaufen. Die auch nicht, da ist auch so viel Wasser. Oder die da oben. Aber nach links möchte ich jetzt nicht mehr weitergehen. Dann gehe ich auch zu weit von meinem Platz da oben weg. Vom Industriegebiet. Das ist abgebrannt, das Gebäude. Und die Stadt wird jetzt schon echt, echt groß, muss ich sagen. Das ist schon riesig. So, hier unten. Deswegen kann ich jetzt die Straße eigentlich getrost hier mal rumbauen. Weil ich da in diese Bucht nicht mehr reingehen werde.
Jo, genau, hier an der Schräge entlang. Alles klar, wahrscheinlich. Warum nicht, ne? Ist ja logisch. Dann die Straße hier wieder runter. So, jetzt, wo bin ich jetzt angekommen? Die Kachel. Die kaufe ich, ja. Ich glaube, die kaufe ich beim nächsten Mal. Das heißt, hier stoppe ich jetzt mit meinem Bau. Und dann kann ich das ganze Gelände jetzt hier erstmal ausbauen, ey. Meine Fresse. Das Krankenhaus hat Müllberge. Ich meine, jetzt habt ihr doch direkt, wirklich direkt daneben. Wo sind meine goldenen Busse? Der Scheiß wird noch auch noch aus. Oder eher Bronze. Aber ist wohl okay für mich. Jetzt muss ich hier irgendwie anbinden. Dann ziehe ich auf jeden Fall hier mal die Straße jetzt rum. Und ziehe die hier rein. Schon wieder ein bisschen was angebunden. Dann kann ich hier eine Straße rausziehen und dann hier schön rumbauen. Ich meine, ich habe ja genug Geld, ne? Ist ja einfach so, am Geld mangelt es mir nicht. Die Stadt hat genug Geld, von daher kann ich das Zeug hier einfach direkt bauen. Sieht es auch ein bisschen schöner aus, glaube ich. Als wenn ich das dann da irgendwie immer nacheinander zusammen. Wo dieser dann trotzdem zusammenhasse nacheinander. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier alles. Nee, da baue ich nichts mehr hin. Dann lasse ich das einfach so. So. Ja, dann habe ich das schon mal ein bisschen gefüllt. Hier erstmal wieder Büros. Bisschen mehr was. Damit die da irgendwo arbeiten können, die Leute. Die Bürger meiner Stadt. Stark, stark, stark. Guck ich gerade mal noch, was mich für das Brandenburger Tor hatte ich ja schon. Da kann ich ja nichts zu tun. Dann den Arc de Triomphe. 15.000 Kinder in Grundschulen. Apropos Grundschulen. Apropos Grundschulen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu machen, dafür machen musste. Grundschulen. Jetzt kommen sie ja alle wieder raus aus dem Hafen. Ja, den diesen Tourismusbus, den möchte ich eigentlich schon irgendwann noch bauen. Weil der ist schon echt wichtig. Einfach auch, der muss ja am Hafen die Leute abholen. Oder ich lege jetzt einfach schon den Platz, wo ich den Flughafen hinbauen werde, fest. Oh, ist hier Stau, ey. Ist doch nicht mehr normal, da muss eine Entlastungsstraße ran. Platz noch, um hier uns unsere Stadt hier weiter aufzubauen. Ich habe jetzt sehr, sehr oft viel gesagt, hier gesagt. Aber irgendwie, ja, aber irgendwie gerade einen Schaden. Ein Stadion könnte ich jetzt bauen. Und ein Meer- und Wolkenkratzer. Ja, warum denn nicht? Baue ich den mal dahin und das Stadion.
dahin. Hier haben wir den Meer- und Wolkenkratzer. Ein großes Bürogebäude. Ja, das stimmt. Das ist ein großes Gebäude. Und hier haben wir das Stadion. Der Bus sogar direkt vor. Also praktisch. Das Stadion bietet Massenunterhaltung. Und hier habe ich ja auch eine Bushaltestelle. Ja, ich habe da die Bushaltestelle. Wo hält denn der Bus das letzte Mal? Ja, komm, dann baue ich hier auch noch, ziehe ich hier auch noch eine rein. Eine Haltestelle. Für den Bus. Genau. Das alles gebaut. Was muss ich hier machen? Bauen Sie alle städtischen Dienstleistungsgebäude. Alle städtischen Dienstleistungsgebäude. Welche städtischen Dienstleistungsgebäude habe ich denn jetzt gebaut? Hier kann ich nebenbei auch mal was für die Freizeit tun. Und hier einfach mal ein bisschen was Parkmäßiges hinbauen. So, hier mal einen Park hin. Und hier noch. Und dann nur da. Und hier. So, und die brauchen Wasser. Dann kriegst du Wasser von mir. Alle städtischen Dienstleistungsgebäude wollte ich dabei noch bauen. Was habe ich noch nicht gebaut an Dienstleistungsgebäuden? Ist das auch Dienstleistung hier? Was zählt denn als Dienstleistung, wenn ich das mal wissen dürfte? Wäre halt interessant zu wissen. Ach, nebenbei kann ich mal speichern. Bevor ich das wieder irgendwie vergesse und dann große Probleme auftreten. Das möchte ich natürlich nicht. Also Müll. Eine Verbrennungsanlage habe ich gebaut. Mülldepot habe ich auch gebaut. Das habe ich nicht alles gebaut. Das zeigt den Verschmutzungsgrad. Alles da verschmutzt. Da ist auch schon ein bisschen verschmutzt. Hier, wo die jetzt alle bauen. Ich baue hier einfach mal so ein kleines Teilchen hin. Ah, das muss gar nicht ans Wasser. Dann baue ich das mal da auf die Leitung. Ein Wasserturm. Auch wenn der mir nicht sonderlich viel bringt. Aber das ist ja relativ egal. Die Stadt wächst echt krass. Weiter und weiter und weiter wächst sie. Unsere Stadt. Passagiere schon. Mit den Zügen. Also Bürger. Bürger unserer Stadt. Hier kann ich dann auch noch ein neues U-Bahn-Netz bauen. Wenn es dann mal soweit ist. Baue ich hier auf jeden Fall noch ein neues U-Bahn-Netz. Ein eigenes. Vielleicht hier so den ganzen Bereich. Oder ich mache hier dann und schließe dann hier an die beiden noch an. Und dann baue ich hier vielleicht noch eins hin und schließe dann da an. Mal gucken, mal gucken. Wie das also werden wird. So, bitte. Mit der U-Bahn-Linie 2 fahren deutlich mehr Menschen als mit der U-Bahn-Linie 1. Sehe ich da gerade. Hier ist echt immer noch Stau. Hier jetzt aber nicht mehr so, weil die jetzt die Entlastungsstraße nutzen.
Man muss hier vielleicht auch einfach eine Entlastungsstraße bauen. Wo fahren die denn meistens hin? Die Kreuzung ist halt echt voll. Man muss die Kreuzung einfach mal entlasten. Und ziehe dann jetzt hier eine Straße raus. Welche ich dann jetzt hier runternehmen werde. Gefälle zu steil. Da einfach mal rein. Können da natürlich auch noch groß hin. Ist ja klar. Ja, ja. Was haben wir denn hier noch so an Zeug? Die Statue des Wohlstands. Die Statue des Wohlstands kommt dahin. Industriegebiet mit 10.000 Quadranten gebaut. Statue der Industrie. Ja, die werde ich nie kriegen. Durchschnittliche Bürgergesundheit unter 20%. Nee. Nee, ich lasse die doch nicht extra da runterfallen. Platz der Toten. Füllen Sie 3 Instanzen von Friedhof. Das hört sich so falsch an. Quelle von Leben und Tod. Freundlicher Stadtpark. Der Transportturm. Transport Tower. Dahin. Den Transport Tower. Durchschnittliche Müllberg pro Gebäude mindestens 25. Ja, ganz bestimmt nicht. Schickes Einkaufszentrum. Alle Steuersätze höchstens 4%. Okay. Mal gucken. Hier habe ich noch gar nichts. Hier habe ich was. Das Opernhaus. Das Opernhaus baue ich mal dahin. Da kommt das Opernhaus hin. Unterdrückungsbüro. Arbeitslosenquote über 50%. Und hier das Expo Center. Das Expo Center. Dahin. Und den Turm der hohen Zinsen. Was denn? So hohe Zinsen habe ich doch gar nicht. Der ist echt cool, der Turm. Der Turm der hohen Zinsen. Auch wenn er nichts Cooles verheißt. Cool ist er trotzdem. Den baue ich dahin. Den Turm der hohen Zinsen. Und die brauchen noch Wasser. Leute, ihr beschwert euch immer, das ist echt krass. Jetzt habe ich aber echt viel Kohle ausgegeben. Das ganze Zeug, was ich wieder gebaut habe. Hält davon Bus. Wo fahren denn hier die Busse? Hier fährt kein Bus her. Dann ziehe ich den jetzt einmal hier vor. Das ist ja krass. Dann ziehe ich den einmal davor einfach. Der auch vor dem Turm der hohen Zinsen herfährt. Aber der ist cool. Ciao. Ja, aber ich denke mal, das war es erstmal für die Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach. Das ist ein komischer Punkt. Teil Dingens da, ey. Meine Güte. So, hier jetzt überall Büros hin. Da
damit sie alle glücklich sind hier. So, aber das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen noch nach oben. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye bye und tschüss.